In diesem Video zeige ich dir etwas, das wirklich krass ist. Du siehst es jetzt hier schon, das ist ein Bild. Und das, was ich dazu sagen muss, ist, das ist ein KI-Bild. Selbst wer mich kennt, also selbst ich, habe das Bild für ein echtes Bild gehalten. Also ich kann es nicht unterscheiden von einem Foto. Es könnte tatsächlich genauso passiert sein. Was mir so wichtig ist, bevor ich dir zeige, wie ich dieses Bild erstellt habe, ist, dass du mit deinen Verwandten, deinen Freunden, mit deiner Familie über KI sprichst. Und zwar, um sicherzustellen, dass sie wissen, was heutzutage möglich ist. Also teile gerne dieses Video mit ihnen im Anschluss, damit sie genau das verstehen. Es geht nicht darum, KI für sich unbedingt zu nutzen. Ja, du musst jetzt nicht auch zum KI-Nerd werden und irgendwelche KI-Bilder erstellen, aber du musst verstehen, dass all das, was ich dir jetzt hier für die Content-Erstellung zeige, von manchen Menschen missbraucht wird, um anderen zu schaden. Und deswegen ist es so wichtig, dass du darüber sprichst mit ihnen, dass ihr Vorkehrungen trefft, um eben sicherzustellen, dass sie in der Lage sind, in einem Notfall, ja, in einer Drucksituation, die richtigen Fragen zum Beispiel zu stellen an die Person, die ihnen ein Foto oder ein Video von dir schicken, um sicherzustellen, dass du das wirklich bist und eben kein Betrüger. Also teil das auf jeden Fall gerne mit ihnen, damit sie das sehen, was möglich ist. Trefft Absprachen, fragt nach irgendwelchen persönlichen Dingen, die nur ihr wissen könnt, die auch nicht irgendwo online geteilt sind, damit ihr eben im Fall der Fälle nochmal eine Rückfrage stellt, bevor ihr zum Beispiel irgendwo Geld überweist, bevor ihr vielleicht irgendwo hinfahrt, bevor ihr vielleicht irgendwen anruft oder sonstige Informationen teilt. Stellt das unbedingt sicher und damit steigen wir jetzt ein in die Magie von KI, denn KI ist wunderbar, es hat viele gute Möglichkeiten, gerade für eben Marketer, für Content-Ersteller und ähnliches. Und deswegen geht's jetzt los. Dieses KI-Bild habe ich erstellt mit Fall AI. Fall AI ist eine Plattform, auf der du ganz viele verschiedene KI-Modelle nutzen kannst innerhalb einer Oberfläche. Und das Coole ist, das Bild hier habe ich erstellt mit Flux. Flux ist eine deutsche KI, die aus dem Schwarzwald kommt. Also von Black Forest Labs wurde die entwickelt und die ist echt gut. Also mit Abstand momentan die beste, die ich kenne für die Generierung von solchen Bildern. Du siehst es jetzt hier auch schon. Ich habe verschiedene Bilder mir generieren lassen. Und die sind alle ziemlich gut geworden. Also das ist cool, das kennst du ja schon, das ist auch richtig gut. Das einzige von den vier Bildern, was ich persönlich nicht ganz so gut finde, ist das hier. Wenn man ranzoomt, sieht man, dass dieses Muttermal, was ich hier oben habe, in dem Bild ein bisschen überproportioniert worden ist. Ja, also das ist jetzt nicht so gut, aber tatsächlich in dem Fall 75% Trefferquote an guten Bildern, die ich persönlich nicht unterscheiden kann auf den ersten Blick von einem KI-Bild, ist verdammt gut. Das wird auch nicht immer so sein. Also, wenn du das jetzt auch machst, dann kann das durchaus sein, dass auch vielleicht nur eins von vier Bildern gut ist oder vielleicht auch mal nur eins von acht. Aber es ist immer noch extrem gut, denn das Ganze dauert nur wenige Sekunden, so ein Bild zu erstellen. Und deswegen ist das auf jeden Fall richtig cool für all diejenigen, die das für Content nutzen wollen. Was ich dir jetzt zeigen möchte, ist, dass ich dieses Bild nicht nur einfach generiert habe mit einem fiktiven Prompt und es dafür gesorgt habe, dass es so aussieht wie ich, sondern ich habe ein anderes Bild genommen und gesagt, ich möchte mich in diesem Setting sehen. Und bevor ich dir dieses Bild zeige, bitte abonniere den Kanal, wenn du es nicht schon getan hast. Das hilft mir extrem dabei, weiter Videos zu machen für dich und Content zu teilen. Und das, was ich dir jetzt zeige, ist halt echt brutal. Das hier ist das Bild von Bastian, Bastian Bahrami. Vielleicht kennen manche von euch ihn. Er ist auf jeden Fall einer, der auch sehr viel Content macht zum Thema KI. Ich habe unter anderem auch mal einen Kurs bei ihm gemacht, den verlinke ich dir auf jeden Fall auch unter diesem Video, den Kurs, wo du ganz viele Sachen über KI lernen kannst, unter anderem auch dieses Tool vorgestellt bekommst im Detail. Und das Spannende ist, ich habe dieses Bild gescreenshottet von Bastian und das ist ja ehrlich gesagt noch nicht mal richtig gut, ja. Also hier an den Armen, das ist auch nicht perfekt, ne? Das Auto, ja, ist okay. Aber das Spannende ist, ich habe dieses Bild reingepastet in ChatGPT und einfach gesagt, describe image, also beschreibe das Bild. Und ChatGPT hat das Bild halt beschrieben. Und dann habe ich einfach den Output hier genommen, habe mir den quasi kopiert. Ja, also kannst du ja hier unten über das Thema Copy machen. Oder in dem Fall, ich habe tatsächlich nur den Teil kopiert. Denn ich möchte ja nicht, dass das Bild einen glatzköpfigen Mann mit Bart zeigt, sondern dass genau dieses Bild quasi mich zeigt. Und das ist der Output, den du eben gesehen hast. Hier. Du siehst es auch hier oben schon. Ich habe dann den Prompt quasi einfach reinkopiert. Also ab hier ist es identisch mit dem, was ChatGPT mir ausgespuckt hat. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist eben das Thema, ja, glatzköpfiger Mann mit Bart und athletischer Figur. Das habe ich ausgetauscht, einfach durch meinen Namen, denn ich möchte ja im Bild zu sehen sein. Und dann hat diese KI das Ganze auf mich umgeswitcht und rauskamen eben diese Bilder. Also die KI wusste, okay, folgendes Setting und eben diese Person, ja, die Person soll aussehen wie ich.
Und dann kamen diese Bilder raus. Und das Spannende ist, dass du das mit jedem Bild deiner Wahl machen kannst. Also jedes Szenario, was du entweder im Kopf hast und beschreiben kannst, oder aber auch, wenn du ein Bild siehst und sagst, boah, cool, genau das Bild möchte ich auch haben, nur mit mir drinne, dann kannst du das heutzutage eben mit KI erstellen, zum Beispiel eben mit Flux über Fall AI. Du musst da im Vorfeld ein, zwei Dinge machen. Du musst eine sogenannte Laura trainieren auf dich, damit eben die KI weiß, okay, das ist die Laura von Michelle in dem Fall. Ja, dann ist Michelle das Triggerwort. Und dann weiß die KI, okay, wenn ich jetzt persönlich Michelle schreibe und eben diese Laura einfüge, also dieses Trainingsmodell, dann weiß die KI, wie ich aussehe. Und dann kann die KI mit diesen Informationen den restlichen Prompt so umsetzen, dass ich in diesem Setting zu sehen bin. Und jetzt möchte ich dir noch eins zeigen. Und zwar, du kannst das Ganze halt, wie gesagt, mit jedem Setting machen. Vielleicht kennst du diese Bilder von Mr. Beast. Also Mr. Beast ist ja der berühmteste YouTuber, würde ich jetzt mal so behaupten. Den kennt wahrscheinlich inzwischen wirklich jeder vom Namen her. Und Mr. Beast macht halt sehr gute Thumbnails, also diese Bilder, die eben übers YouTube-Video gelegt werden, bevor du auf das Video klickst. Also das Thumbnail sorgt ja dafür, dass du auch ein Video anschaust oder nicht. Und da ist er eben extrem gut, das Ganze zu machen. Und jetzt gibt es natürlich viele Creator, also die Content machen, die auch YouTube machen zum Beispiel, die sagen, boah, cool, so ein Thumbnail hier irgendwie mit ganz viel Geld oder was auch immer. Also das ist wirklich nur ein Beispiel. Genau das würde ich auch gerne machen. Und das, was ich jetzt gemacht habe, ist zum Beispiel, mich von dieser Idee inspirieren zu lassen und das Ganze mal nachzubauen. Und ich habe noch ein Bild gefunden, was ein bisschen noch cooler ist aus meiner Sicht, weil es eben jetzt nicht nur Geld zeigt, sondern auch noch so ein bisschen diesen Lifestyle, also dieses Thema Palme im Hintergrund. Und das hier ist ein Bild von Simone. Und was er macht, ist genau das. Also er baut auch Thumbnails nach mit KI, mit genau dieser gleichen KI. Und tatsächlich fand ich das Bild cool. Handy, schwarzes T-Shirt, liegt im Geld, lässig und im Hintergrund irgendwelche Palmen. Und ich habe auch hier wieder, du siehst es schon, ich habe einfach das gescreenshottet, habe es hier reingepackt, dann geschrieben Describe. Und dann kam eben wieder was raus, was ich nehmen konnte. Und jetzt war ich ein bisschen faul und habe gesagt, okay, er soll im Prompt schon das Subject, also die Person, die gezeigt wird, ändern auf Female, damit es einfach vom Wording her mir nochmal Zeit spart, dass ich nicht immer hier hingehen muss und sagen muss, irgendwie he is wearing, sondern da steht dann einfach schon she und so weiter. Und dann kam genau das hier raus und das habe ich mir dann wieder kopiert, den Teil hier einfach. Und habe dann den Teil hier, a beautiful woman with long flowing hair, habe ich ersetzt durch meinen Namen. Was dann rauskommt, das zeige ich dir jetzt. Und rausgekommen ist zum Beispiel dieses Bild hier und das ist extrem gut geworden. Also da auch wieder wenig zu bemängeln, das ist echt gut geworden. Das hier ist auch ziemlich gut geworden. Dann haben wir noch das hier, das ist lustigerweise, hat er sogar meine Uhr erkannt. Also ich habe hier diese Garmin-Uhr in schwarz manchmal an und scheinbar auf den Trainingsdatenfotos auch. Und auch das hat er eben erkannt. Dann gibt es noch das Bild, auf den ersten Blick ist es in Ordnung geworden. Wenn man ein bisschen genauer hinguckt, ist die Augenpartie nicht so gut, deswegen ist das jetzt kein Foto, was ich posten würde. Das Handy ist auch sehr alt und hier ist noch so ein kleiner Fehler drin. Aber all die Sachen würden sich auch noch ändern lassen im Nachgang. Aber Fakt ist, hier sind mindestens zwei Fotos, die zwei, die extrem gut geworden sind, die ich so posten würde. Hier ist jetzt noch ein weiteres Beispiel, hier ist auch wieder von Simone einfach screenshotet, das ist ein bisschen nachgebaut. Ein TEDx-Talk ist wahrscheinlich für viele ein Begriff. Gleiches Spiel wieder gemacht, ne? Hab Describe geschrieben, hab mir den Prompt gezogen und hab dann das hier bekommen als Ergebnis. Das erste Bild ist schon ziemlich gut, das hier ist so okay, ist die Augenpartie nicht ganz sauber. Das hier ist ziemlich gut geworden, ehrlich gesagt. Und das Bild ist auch ziemlich gut geworden. Ist jetzt nicht das beste Bild, was hier mein Gesicht direkt angeht, aber so von dem Thema, ist es KI oder ist es echt, ist es auf jeden Fall auch in Ordnung. Das ist, glaube ich, mein Lieblingsbild von den Vieren. Und was mir dann aufgefallen ist, ich habe hier auch so ein Muttermal und das habe ich halt tatsächlich echt am Arm. Und das ist brutal. Also selbst solche Details sind schon drinne. Und dann habe ich mir halt gedacht, ja, okay, schwarzes T-Shirt, das ist ganz nett. Ich mag persönlich lieber Poloshirts, habe jetzt heute auch wieder eins an und habe das Ganze dann einfach geändert im Prompt. Und dann kam einfach das hier raus. Das Bild selber mag ich gar nicht so, also da ist mein Gesicht ein bisschen zu symmetrisch. Aber was halt richtig cool ist, ist zum Beispiel dieses Bild. Also das ist wirklich richtig gut geworden. Auch hier, man sieht wieder das Muttermal am Arm. Also das habe ich halt wirklich, ja, solche Details sind drauf. Das ist echt krass. Das hier ist nicht so gut geworden. Also zum einen ist auch da wieder das Gesicht nicht ganz passend, die Augenpartie. Plus im Hintergrund, die Leute sehen so ein bisschen aus wie ich. Das passiert ab und zu bei KI. Aber deswegen gibt es ja einfach mehrere Fotos. Und das Bild zum Beispiel ist extrem gut. Also das ist wirklich so, als wäre es ein Foto. Auch da wieder, du siehst hier auch Muttermal, du siehst hier sogar das zweite kleine, was noch ein bisschen schwächer zu sehen ist. Die habe ich wirklich, die sind da und die KI hat das erkannt. Das ist echt, echt heftig. Und mir ist es halt wichtig, dass du genau das verstehst. Also selbst solche kleinen Details wie Muttermale, wo man denkt, ah, das kann die KI nicht. Letztes Jahr konnte sie das nicht. Dieses Jahr kann sie das. 2025 kann KI solche Details erkennen und nachbauen. Und deswegen nochmal die Info, bitte sprich mit deinen Verwandten, Freunden,
über das Thema KI, was möglich ist und treffe Vorkehrungen. Und wenn du auch Content Creator zum Beispiel bist, dir Zeit und Geld sparen möchtest für die Erstellung von Thumbnails oder auch einfach von Social Media Content, dann nutz solche Tools, denn das ist richtig cool, was damit möglich ist. Und ehrlich gesagt, das Trainieren, das dauert ca. 10 Minuten. Du brauchst ungefähr 40, 50, 60 Fotos von dir einmal aus verschiedenen Perspektiven. Die kannst du mit dem Handy machen, das funktioniert wunderbar. Und dann kannst du das einmal trainieren. Und das Trainieren, das kostet auch ein bisschen was tatsächlich, aber viel weniger als du denkst. Und zwar, wenn du so 50, 60 Bilder nutzt zum Trainieren, dann kostet das so zwischen 5 bis 6 Dollar ungefähr für die Erstellung, damit du deine Laura danach hast. Und dann die Fotos hier, die ich jetzt gerade gezeigt habe mit dem TEDx oder mit dem Thumbnail von Mr. Beast oder auch das erste Bild in der Wüste, das hat mich dann 3 Cent pro Foto gekostet. Was halt echt nicht viel ist, wenn man überlegt, dass man normalerweise einen Fotografen braucht, man muss da hinreisen, dann brauchst du vielleicht noch einen Editor, der später eben das Bild nachbearbeitet oder dir einen Social-Media-Post draus baut. All das brauchst du nicht mehr und diese Erstellung von diesen Bildern mit der Wüste zum Beispiel, das hat nicht mal eine Minute gedauert und dann waren diese 4 Bilder erstellt und wie gesagt, 3 Cent pro Bild, da kann man echt nicht meckern. Deswegen, ich hoffe, du hast was gelernt. Like gerne das Video, schreib deine Fragen unter das Video. Vielleicht mache ich da mal ein Folgevideo, wie man diese Laura trainiert. Das muss ich mir noch überlegen, denn das ist schon wirklich ein bisschen advanced stuff, aber es ist total einfach, wenn man so eine Anleitung hat, wo man das nachbauen kann. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video.